Bei Kung Fu Fitness Lifestyle, hier haben wir ein Match von 1996. Christmas Brawl 1996, ja. Dennis Johnson hat 1995 zum ersten Mal den internationalen Titel errungen, als er gegen mich in Bodenkampf war. Dennis Johnson als Judoka, Bodenkampf ist sein Element. Und da, 96, kämpft er gegen Armin Bischoff. Armin eigentlich mal etwas ringen gelernt hat, gerade natürlich, und auch mit Kickboxen vertraut war, aber auch am Boden, im Bodenkampf sehr stark vertreten ist. Und hier die beiden Bodenkampf-Spezialisten. Und es fängt jetzt nicht so dynamisch an, wie man es gewohnt ist, aber es bietet technisch sehr viel. Und es bietet auch vom Kampf sehr viel. Ist die letzte Runde, wer den ganzen Kampf angucken will, kann angucken. WCCW Christmas Brawl 1996, und hier geht es gleich zur Sache. Technisch sehr sauber, und es hat ein Handicap-Match, also der Arme hätte seine Freundin mitbringen sollen, die quasi ein Tuch hat, und hier wurde das Tuch von meiner Schwester geschmissen, nur der Arme Bischof, seine Freundin war krank. Und Dennis Johnson hat meine Schwester Kat als Assistentin ein bisschen Mut zuspricht. Aber natürlich, das Handicap, die kann ja auch als Handtuch schmeißen. Ist der Kampf von Dennis vorbei. Ist jetzt der Kampf von Dennis vorbei, leider. Er hat verloren, hat als Siegesserie bei Christmas Brawl nicht fortsetzen können. Und die wenigsten wissen, Lane Morgan und Dennis haben 1996 mordsmäßige Fäden gehabt. Und meine Schwester wollte ihm Dennis da helfen, aber hat Dennis reingelegt, und der Dennis will da nicht aufgeben, der will einfach weiter fighten. Ist zwar eine schlechte Qualität, das Ganze sind aber reale Fights, und wie es auf YouTube war, war auch damals in der WCCW auch solche Fäden. Ja. Das Handicap war in dem Fall, weil keiner hat von der Armin Bischof das Handtuch schmeißen können. Ja. Und natürlich hat sich der Dennis ein bisschen demütigt, indem sie das Handtuch geschmissen hat. Dennis hat ja immer oft gemeine Sachen gesagt. Aber man muss sagen, Dennis Johnson, ein wahrer Champion. Ja. Immer weiter kämpft, niemals Aufgeber, und immer die Schlacht gesucht. Ja. Und gegen Lane Walker, das Match legendär, hier der internationale Champion Armin Bischoff. Auch genannt Cactus Jack. Also, in den 90ern mit den reale Fights hat mir immer sehr gut gefallen. Eine haben wir gern gemacht. Und hier Dennis Johnson, der da auf Rache schwört. Er hat oben damals das Match gegen Lane Walker immer wollen. Nur leider, Lane Walker hat leider nicht mehr wollen. Er hat sich auch schwer am Arm verletzt. Die Verletzung hat er Jahrzehnte noch mitgezogen. Hat sich der Euterbeutel am Arm auf. Ist aufgeplatzt, aber hier aus der Vergangenheit, und ich würde auch weitere Fights aus den 90ern vorstellen. Es sind zwar schlechte Qualität, aber authentisch und ehrlich, und das Kämpferherz ist immer dabei, hier bei der WCCW aus den 90ern. Dennis natürlich voll am